ja, und Sandra, die kennen wir ja auch noch. Wir sind im jetzt wahrscheinlich im Desert Nightmare, also im Dessert-Albtraum, ne? Ich habe das Krieg anders in Erinnerung. Aber so sind Träume nun mal nicht wahr. Sie träumen nicht. Sind Sie sicher? Leider ja. Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich mich von denen aus Dusty Creek habe erwischen lassen. Dann war der Albtraum wenigstens schnell vorbei. Das sollten Sie diesmal lieber nicht machen. Wenn Sie hier sterben, dann wachen Sie nicht mehr auf. Ich will das alles nicht wieder durchmachen. Es gibt einen Weg, diesem Albtraum zu entkommen. Fragen Sie mich nicht, warum das so ist, aber es gibt einen Gegenstand, der Sie an diese Welt bindet. Nur Sie können ihn erkennen. Er soll blau leuchten. Haben Sie etwas in der Art gesehen? Nein, ich bin auch noch nicht lange hier. Vor ein paar Minuten lag ich noch in meinem Bett. Aber Desert Nightmare, das war doch ein realer Ort, ne? Das war ja keine Traumwelt. Das weiß ich ja noch. Das ist einer von denen. Diese Leute sind gefährlich. Sie haben damals Jagd auf. Wahrscheinlich träumt sie das aber sozusagen verarbeitet, die ganze Situation noch in ihrem Träumen. So verstehe ich das jetzt. Sie haben damals Jagd auf uns gemacht. Ich werde mich dahin trotzdem mal umschauen. Er wird sie töten. Dann darf ich mich eben nicht erwischen lassen. Es ist ihr Leben. Wissen Sie, wo dieser Gegner schon ungefähr sein könnte? Nein, er könnte überall sein. Und ich bin wirklich die Einzige, die ihn erkennen kann? Ja, so wurde es mir jedenfalls gesagt. Ich gehe ihn suchen, trotz dieser Leute. Ich lasse mich auch nicht erwischen. Passen Sie auf sich auf. Sie auch auf sich. Metallschrott. Verschlossen. Der Name sagt mir gar nichts. Wie, hat der etwa mein LP nicht gesehen? Was ist denn für eine Kurzbanause? Eine 9-Volt-Battery. Ein paar dicke Handschuhe. Scheiße! Oh nein. Was für ein Idiot. Sie haben Zeit. Oh. Okay, das war irgendwie ungewollt lustig. Irgendwie, der hat da so komisch gezuckt und Oh. dann. Oh Mann. So, nein, du siehst mich nicht, nein, du siehst mich nicht. Oh. Nee, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie lächerlich. Wenn der einfach mal so plötzlich so gut hat. Oh. Tut mir leid. Oh. Oh. Oh Mann. Einfach so ein Kampfschrei, einfach. Vollidiot, hast mich nicht gesehen. Unzählige Vermisstenmeldungen. Vielleicht ist mein Geburt sehr aussagekräftig. Oh. Oh! Solange ich dann das Item nehme, dann kann er mich nicht sehen. Dann normal. Schlossen. Sehr appetitlich. Ob die Maden extra kosten? Ich habe gesagt, mir würde das gar nicht gefallen. Rechnungen. Das wurde zugeklebt. Die Ofen ist heiß. Ich will nicht die Hände verbrennen. Schubladen sind überwiegend Messer. Fertiggerichte. Das Messer und das Beil sind total verkrustet. Geschlossen. Nichts. Ja.
mache ich das jetzt am besten? Ich muss halt einfach schnell in die Kassen da ran, denke ich mal. Die Sicherung fehlt. Nein. Das ist ein Schalter, aber das Gitter ist im Weg und nein. Warte mal. Okay, ich glaube, jetzt komme ich hier so nicht weiter. Nein, ich bin nicht da. Die Hersteller der Zigaretten sagen mir nichts. Vollidiot, hat er mich einfach nicht gesehen. Keine Ahnung, was das für eine Maschine ist. Zeit schon genutzt in 50ern. Küchenabfälle verschlossen. Also sieht hier ziemlich frisch aus. Nein, hier ist keiner. Die Räder drehen sich, obwohl es windstill ist. Ein Spieluhr, sie läuft aber nicht, weil die Batterie. Dann rein damit. Oh. Was? Nein. Okay. Ah, okay. Jetzt ist der einfach da und genießt die Musik oder was? Tim. Von dem, was hier verbrannt wurde, ist nur noch Asche übrig. Verschlossen. Da liegt noch was. Da muss ich dran. Das ist schon schon, ich kann nicht nur abschalten. Aber kann ich da nicht? Für heiße Töpfe? Oh. Warte mal, ich glaube, ich weiß. Hier, ne? Der Ofen. Was ist das? Feuer. Es sieht wie ein großer Hund. Hä? Die essen hier wohl alles, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist. Achso, da ein Feuer. Ich könnte den Hund aus dem Ofen holen, aber dafür bräuchte ich irgendein langes, feuerfestes Etwas. Einfach mit den Händen rein. Was soll das? Ja, das lag hier dauert. Dazu muss ich doch den Strom abschalten. Und das geht von hier aus. Ja, ein Gitter, das perfekt im Weg steht. Nur deswegen komme ich da nicht dran. Ja, wie gesagt, ich muss den Strom da irgendwie abschalten. Da komme ich nicht drum herum. Oder kann ich nicht einfach den Stecker ziehen hier? Oder einfach durchschneiden? Kann doch nicht wahr sein. Oben, da glitzt doch was. Aber da komme ich auch nicht ran. Warte mal, für ein Fest im Nachbardorf. Okay. Puh. Na gut. Kann ich da vielleicht noch in diese komischen Müllcontainer gucken. Eine Sicherung. Oh. Ja. Der kommt jetzt von. Nein, hier ist. Nein, hier ist keiner. Glaub mir das. So. Kann ich die doch da einsetzen? Ja, genau. So, jetzt habe ich da was gedrückt. Sollte der Strom noch jetzt abgeschaltet sein, ne? Hier ist keiner. Nein. Oh Gott. Ah, yeah. Ein alter Schürhaken. Nee, komm. Was macht der denn jetzt hier? Nehmen wir ein Autosave. Oh! Ich meine, was soll immer dieser Neandertal-Schrei dabei? Oh. Ja. Ich weiß nicht gerade, wie ich den da ein bisschen umgehen soll. Aber vielleicht schon mal hier hingehen, so. Jetzt genau. Ja, so passt das doch.
Hä? Der ist viel zu schnell, der Typ. Oder ich muss einfach da bleiben. Ja, okay. Na gut, so geht's natürlich auch. Aber echt gut, dass diese Autos jetzt zwischendurch immer da sind. Ja, und jetzt sieht er mich natürlich nicht, ne? Weil, weißt du, da zwischen den ganzen Container und Fässern hat er mich gesehen und jetzt hier, wo ich im Freien bin, nö. Da ist er irgendwie am Tagträumen oder so, ne? Keine Ahnung. Verstehe den Typen nicht. Schürhaken. Genau, das brauche ich ja jetzt hierfür. Ein Schlüssel für ein Motel. Im Hund. Wenn mich hier einer zum Essen einlädt, werde ich den dann definitiv ausschlagen. Das ist quasi kein Grillhähnchen, sondern ein Grillhündchen, ne, in dem Fall. Sehr geschmacklos. Ja, guten Tag, Herr Nachbar. Ich gehe da einfach mal an ihn vorbei, ne. So, Motelschlüssel war das, nicht wahr? So. No. So, ich einfach mal rein, stürze hier nicht, ne? Oh, okay, anscheinend stürzt es doch. Ja, muss der aber auch so lange aufschließen und dann erstmal da quatschen, dass er den Schlüssel nicht verbraucht. Einfach schnell reinrennen, mein Gott. Kann doch nicht wahr sein. Oh, ja, jetzt quatsch nicht! So. Und der kommt jetzt auch überhaupt nicht hinterher, ne? Der hat mich jetzt gar nicht gesehen. Und jetzt, wo stehen drei Namen? Sandra Richmond, Alan Winters, Jake Adams, ja. Die anderen beiden sind ja tot, ne? Die sind ja gestorben. Ich werde in einem Buck Campbell adressiert. Und hier steht Chicago. Hallo Sandra. Zinger rühren sich nicht. Na, schöner Ausblick. Ob der hier auch nach vorbeiläuft, da unten? Da ist eine Frau im Zimmer. Ich würde mich im Zimmer gerne mal umschauen, aber dann müsste ich sie irgendwie rauslocken. Die Klimaanlage, wenn die Probleme macht, würde ihr das sicherlich gefallen. Ah, okay. Na, läuft der Typ hier noch nachher vorbei? Kann ich ihm ja winken von hier oben aus? Ne, aber ich glaube nicht, dass er hier kommt. Sie haben recht, dieses Dusty Creek ist mehr als nur ein Traum. Aber was ist es dann und warum sind wir hier? Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß. Trauen Sie dieser Katze denn? Nein, aber mein Gefühl sagt mir, dass an der Geschichte ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Da fällt mir etwas ein. Entschuldigen Sie, dass ich mich noch gar nicht vorgestellt habe. Wolfgang Arendt. Ich bin Sandra Richmond. Um nochmal auf den Gegenstand zurückzukommen. Wer ist das, Sandra? Jake, Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich vor ihm gefürchtet habe. Er ist nicht real. Ich weiß, er ist damals gestorben. Trotzdem hätte ich auf ein Wiedersehen verzichten können. Es ist kein Ring, noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass auch dieses Halsband hier gefallen wird. Was für ein netter Kerl. Das Halsband leuchtet blau. Ist das der Gegenstand, von dem Sie gesprochen haben? Das könnte sehr gut sein. Ich sehe das Leuchten nämlich nicht. Doch ich glaube nicht, dass er uns das Halsband freiwillig gibt und der hat eine Waffe bei sich. Verschwinden wir erstmal. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Warum läufst du vor mir weg, Sandra? Hier rein! Hier sind wir doch nicht sicher. Diese Hirngespinste sind keine Menschen. Ihr Verhalten ist quasi einstudiert. Sie können nicht flexibel auf die Situation reagieren. So kommt es mir jedenfalls vor. Ich denke nicht, dass dieser Jack hier nachschauen wird. Sie kennen sich mit denen besser aus. Aber er wird uns angreifen, wenn wir ihm zu nahe kommen, oder? Da bin ich mir sicher. Das heißt, wir können ihm das Halsband nur mit Gewalt abnehmen. Ich weiß, er ist nicht real, aber ich glaube nicht, dass ich das kann.
Ja, das verstehe ich. Mir wäre es auch lieber, wenn es einen anderen Weg gäbe. Ich kümmere mich um Jake. Kann ich Ihnen da irgendwie helfen? Ich will nicht unter dich herumsitzen, während Sie Ihr Leben riskieren. Sie könnten nach anderen Menschen Ausschau halten. Und wie erkenne ich, ob hier Material ist? Die Hirngespinste haben ausdruckslose Augen. Na gut, ich werde mich mal umschauen. Bleiben Sie bitte vorsichtig. Abgeschlossen. Natürlich kommt jetzt hier rum. Schrank ist Bettwäsche. Jemand ist immer so nicht reingehen? Nee, da nicht. Verschlossen. Nicht verschlossen. Oh Gott. Verdammt nochmal. Was waren das denn für riesige Wespen? Wahrscheinlich Riesenwespen. Eine Sauglocke. Aha. Eine Nachricht. Jim ist der Schlüsselbund ins Klo gefallen und nun hängt er an irgendeiner Scheiße fest. Kümmer du dich darum, Buck. Du hast ihm einen Schlüssel in die Hand gedrückt. Matt. Ein frisches Handtuch. Ist verdreckt. Zur Glocke. Nee. Geschlossen. Warum geht der jetzt wieder da lang? Die kleine Drecksau. Warum geht der jetzt wieder da lang? Was soll das? Ey, der hat doch wohl komplett einen Weg. Zu sehen. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Weiß ich, wie eine Lampe an die Glühbirne fehlt. Also war irgendwo eine Glühbirne. Verschlossen. Fest verschlossen. Ein Stück vom Rohr entfernt, so wie es riecht, gehört es zu einer Toilette. Schlussvoller Werkzeug. Reiniger. Aha, aha. Kommen wir der Sache doch schon näher. Laut der Flasche, in der Flüssigkeit ist. Teller und Töppe. Mist, noch einer von denen. Hä, wo? Oh, nö. Und der ist ja damals auch gestorben, der Typ mit der Armbrust. Achso, der hat die Geräusche gehört. Okay, das ist natürlich frech. Die Tür ist sicherlich ohne Grund so auffällig. Was ist dahinter? Ja, geh doch da rein, Junge! Bevor er noch hier kommt. Idiot mich nicht gesehen hat. Oh, Gott sei Dank. Der stand da die ganze Zeit ruhig und auf einmal kommt er hier die Treppe runtergestürmt. Ey, was ist das denn? Sind denn hier nur Psychopathen unterwegs? Rechtzeitig weg, leider. Aber ich muss ja da rum, ne? Das geht ja nicht anders. So geht das doch. Was haben wir jetzt nochmal bekommen? Sauglocke? Ah ja, der WC-Reiniger. Okay, dann können wir gleich die Toilette da sauber machen. Boah, ist das ein Arschloch. Ich kann auch nichts mehr anderes zu sagen. So, erstmal hier der WC-Reiniger. Ja. Hier ist die Verstopfung lösen mit der Saugglocke.
sollte reichen. Und jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Aber man kann ja in diesem Spiel anscheinend tatsächlich nicht kämpfen. Achso, ja. Das war ja. Ach, guck, 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 die kleine Trick so. Haha, du kriegst mich nicht. Hallo, Herr Nachbar. Wie geht's Ihnen denn da unten so? Guck, guck sich mal an, wie der da von der. Wie von der Tarantel gestochen da rumläuft. Tja, scheiße, ne? Wenn man nicht hier hoch kann. Besonders schlau scheint sie ja nicht zu sein, ne? Anstatt einfach in das Motel zu rennen, hier in meine Richtung, da versuchen sie die ganze Zeit da von der Wand aus irgendwie hochzuklettern. Was ihnen aber niemals gelingen wird. Muahahaha. So, jetzt würde ich mal nochmal gerne speichern. Ansonsten. Also die Sauglocke habe ich dann aber nicht weggeworfen. Dann schön brauchen wir die nochmal. Nein, hier ist keiner. Glauben Sie mir, hier haben Sie nichts gesehen. Und hier gibt es auch nichts zu sehen. Erstmal noch hier in den anderen Räumen gucken, ob da eventuell was ist. Was dann funktioniert nicht. Mit Rost überzogen. Ja, klar, geht er jetzt wieder nach da. Ey, ist doch scheiße jetzt. Aber das mit dem WC habe ich schon gemacht, ne? Ja. Ja, dann haben wir ja nichts verloren an Fortschritt. Schlüsselbund. Mit dem kann ich doch bestimmt was machen. Schon für Zimmer 1. Und wo ist Zimmer 1, ist die Frage. Aha. Nein, hier ist keiner. Ja, das ist so eine Dreckshaus, unglaublich. In dieser Welt gibt es wohl keinen Empfang. Ein Feuerzeug. Ich glaube, damit kann ich die Lampe da lassen. Dem einen dunklen Raum. Achso, das war nicht der Raum. Das war der andere. Glaube ich zwar nicht, aber. Tür ist ja rot. Naja, gut. Hätte ja sein können. Ja, das scheint hier so auch nichts zu geben. Ne? Aber dass der dann einfach der um die ganze Kartons erstmal rumgeht, anstatt dann direkt von da aus zu gucken. Ich meine, mir soll es recht sein, ne? Aber trotzdem. Verschwunden? Bitte was? Und ist er wieder da? Ja gut, ich meine, das ist hier alles nicht so real und so, aber trotzdem. Ja, komm, geh einfach rein, was soll das? Okay. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Die gehen nicht einfach direkt mit Messer los auf einen. Ich weiß einfach nicht, was das soll. Müsste ich sie irgendwie raus und nicht lange. Wenn die Probleme macht, würde ihr das sicher nicht gefallen. Sauglocke. Schürhaken. Handschuhe. Na.
Naja, Hauptsache dem geht's gut da unten, ne? Ach nee, das ist so ein zum Glück überhaupt nicht nerviger NPC hier. Ja, aber was kann ich jetzt machen? Ich meine, wir haben noch ein paar Items, aber ich meine, was können wir damit anfangen? Wir haben noch diese Sauglocke. Die hat er ja noch nicht weggeworfen. Das heißt, auch damit können wir wohl noch was machen anscheinend. Ja. Das ist natürlich die Frage. Aber warte mal, haben wir nicht schon was mit dem Schlüsselbund? Haben wir, glaube ich, noch nichts gemacht, ne? Schlüssel für Zimmer 1. Ah, nee. Oder... Ach, warte mal. Zimmer 1, Kiste und Schrank. Damit können wir also noch eine Kiste und einen Schrank öffnen. Nicht nur die eine Tür da. Hier wahrscheinlich. Ah, ja. Ein alter Lappen. Was kann ich denn damit? Ja, toll. Ein Buchrichterlappen. Einen Schrank muss ich noch öffnen können. Achso, hier ist noch da. Hier vielleicht? Ja, Tatsache. Und eine Glühbirne. Ja, dann ist hier alles klar, ne? Wo wir die Glühbirne einsetzen müssen, das wissen wir. Aber wo wir den Lappen einsetzen müssen, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ja, aber vielleicht kommt das ja mit der Zeit. Erstmal wissen wir, können wir die Glühbirne da einsetzen. Da. Genau. Damit kann ich nichts anfangen. Damit kann ich nichts anfangen. Da leuchtet wieder. Was habe ich jetzt gemacht? Fast das Heizöl. Ja, dann mach doch was damit. Feuerzeug einfach anzünden. Oder nee, vielleicht den Lappen tunken. So. Ja, mit Öl vollgesogen. Und jetzt? Einfach hier alles in Brand setzen. Hat sich mit Öl vollgesogen. Aber was kann ich damit jetzt anfangen, ist die Frage aller Fragen. Vielleicht erstmal hier einreiben die Tür, warum auch immer. Nee. Naja, ich weiß, manchmal komme ich auf komische Ideen, aber das Spiel verleitet ja auch so ein bisschen, ne? Zu komischen Ideen. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt mal in Öl getränkt. Ja, was sollen wir jetzt damit machen? Wieder. Ich kann mir halt vorstellen, dass wir da mit der Klimaanlage eventuell was machen müssten. Mit Öl einreiben. Ja, nee, ich wüsste echt nicht, warum wir das. Aber anscheinend müssen wir das machen. Ich will kein unnötiges Ding sein. Okay, warte mal. Der hat jetzt einfach Lappen mit also Öl getunkt und dann da die Klimaanlage mit eingerieben? Verstehe ich nicht. Ein roter Schlüssel! Was ist das denn für eine falsche Schlange? Fürchte dich nicht, von mir geht keine Gefahr aus. Ja, das sagen alle falschen Schlangen. Aus dem Munde einer riesigen Schlange klingt das nicht gerade überzeugend. Selbst wenn ich wollte, könnte ich dir keinen Schaden zufügen. Das ist nicht meine Welt, ich bin zum Zuschauen verdammt. Mir kommen gleich die Tränen. Wer oder was bist du? Ich habe viele Namen. Die einen nennen mich Dusty Creek, die anderen einen Götzen. Für wieder andere bin ich das, was sie sehen, eine Schlange. Das beantwortet meine Frage nicht. Du würdest es nicht verstehen, Wolfgang. Die vage Antwort ist deiner Vorstellungskraft geschuldet. Ich sehe schon, das führt zu nichts. Was willst du von mir? Ich will dir helfen. Die Katze hat dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Es sind nicht nur die Gegenstände, die euch Menschen an diese Welt bringen, sondern auch diejenigen, die ihn tragen.
Du konntest den Ring nur deswegen zerstören, weil Amy nicht mehr lebte. Und sie starb, weil Steve es so wollte. Ich verstehe. Ich dachte jetzt erstmal, die wäre auch in der Realwelt gestorben. Aber nee. Die ist ja nur im Traum da, in der Traumwelt gestorben, die Amy. Ich glaube, weil Steve es so wollte. Du musst dann dafür überzeugen, Jake zu töten. Nur so kannst du sie retten. Glaub ihr kein Wort, Wolfgang. Das letzte Mal, dass ihr Menschen einer Schlange geglaubt habt, ging das ganz übel aus. Ich bin nicht wirklich bibeltreu. Das ist eine gute Einstellung. Okay, also scheint hier eine Schlange zu sein, eine Katze, und die scheinen teilweise gegeneinander noch zu arbeiten. Sie wird immer interessanter hier. Aber keine Angst, ich hätte ihr nicht geglaubt. Deine Version ist überzeugender. Ich bin ganz gerührt, dass du mir so sehr vertraust. Das tue ich nicht, aber wie immer auch sei, wer war das eben? Die Schlange ist vom gleichen Schlag wie die Hexe. Weniger subtil, aber genauso hinterhältig. Sie hat so lange auf die Armbewohner von Dusty Creek eingeredet, bis sie zu blutrünstigen Monstern geworden sind. Du könntest Sandra fragen, sie hat alles hautnah miterlebt, falls sie schon über die schrecklichen Ereignisse sprechen kann. Das werde ich nicht. Wie du willst. Verschwinde endlich. Ein paar Mäntel voller Löcher. Guckes Wasser. Ja, aber sonst gibt es hier auch nichts, ne? Außer den roten Schlüssel. Und der rote Schlüssel, der ist wahrscheinlich für die rote Tür, vermute ich jetzt einfach mal spontan. Und der Freak ist immer noch da. Dass er mich einfach nicht sieht. Aber na gut. Ist eine Fluchtmöglichkeit weniger. Hoffentlich läuft mir ja auch keiner von denen über den Weg. Was ist das für ein Raum? Die Dunkelheit strömt förmlich aus ihm raus. Kann ja nicht schaden, mal nachzuschauen. Ah, Mann! Wo kommst du denn her? Er ist keiner von den Hirngespinsten. Was ist mit dem Raum? Du kannst nicht sprechen, oder? Ein Geist? Da ist aber nichts. Schon gut, ich bleib hier. Katze. Was hat es mit diesem Raum auf sich? In diesem Fall wartet dort auf dich zwar kein Geist, aber eine sehr tödliche Falle. Du solltest lieber davon absehen, ihn zu betreten. Der junge Mann hatte damals aber tatsächlich mit einem Geist zu tun, auch wenn der Gestaltlose genau genommen keiner ist. Er verhält sich aber wie ein Schabernack treibender Poltergeist, deswegen wundert es mich nicht, dass ihr Menschen ihn für einen Geist haltet. Der Gestaltlose hat damals seine Opfer in diesen Raum gelockt und sie in seine Welt entführt. Oh, du kannst mich sehen und hören? Das überrascht mich. Du bist anscheinend nicht der Einzige, der eine Gabe hat, Wolfgang. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was du mich fragen willst. Sie sind alle tot. Nichts bereitet dem Gestaltlos mehr Vergnügen, als seine Opfer zu töten. Er zögert damit nicht lange. War das alles? Dann bis zum nächsten Mal. Ist das etwa dieser Adrian von das Heim? Der konnte ja auch nicht sprechen. Schön, ich kenn's. Ah ja, tatsächlich, Adrian. Ich weiß, was macht ihr denn im Desert Nightmare? Oder vermischt sich das jetzt hier etwa, das Heim und Desert Nightmare? Ich heiße Wolfgang Arendt. Also der träumt wahrscheinlich auch noch damals von seinen persönlichen Ereignissen mit dem Heim. Und zumindest hat die Katze jetzt ein bisschen erklärt, was es mit dieser Gestalt und ja der Welt auf sich hatte da. Hinter dem Heim. Beziehungsweise teilweise war es ja mit dem Heim verschmolzen irgendwie. Du fragst dich sicher, wie du diesem Albtraum entkommen kannst. Und es gibt... So sieht man sich wieder, alter Sack. Wer ist das? Noch einer, der auf Sandra scharf ist? Du hast echt ein Problem, Junge. Ich schlag euch einfach beide tot. Sicher ist sicher, ey. Verschwinden wir lieber von hier. Hey Junge, du musst dich schon etwas beeilen. Dir wird das Lachen noch vergehen. Der hat echt Probleme. Naja, hatte. Der ist jetzt tot, aber... Das ist ja quasi Pseudo-Jake. Weil der... Das ist ja der... Naja, der quasi nur eine imaginäre Vorstellung von Sandra. Die innerhalb dieser Traumwelt aber schon... Naja...
mehr oder weniger lebendig ist, ne? Im Schloss steckt. Im Schloss steckt in Schlüssel. Ja, scheiße, wa? Mach die Tür auf, Arschloch. Kannst du knicken, Junge. Tut sich nichts. Das liegt wohl an den vielen Rohren. Ein Stück vom Rohr fehlt. Moment, da war doch was. Naja, Kiste voller Seifen. Jetzt wird hier noch kommt heiße Luft. Ist das ein natürliches Fliesenverhalten? Die Kacheln wurden nur nötig an die Wand geklebt. Achso, ja gut, das kann natürlich sein. Die Tür ist verschlossen und hat kein Schlüsselloch. Ob die Linien auf dem Zettel eine Bedeutung haben? Nö, glaube ich nicht. Das sind wahrscheinlich einfach nur Linien. Das geht gerade noch als Toilette durch. Schacht ist überraschend tief. Und hier kann ich speichern. Kommt hier nicht rein, Dreckskerl. Ganz vergessen. Toilette ist ziemlich verdreckt. Ein Rohrstück. Einfach so mitgenommen. Okay. Das stimmt. Eine tote Kakerlake. Schon ziemlich verrostet. Ein Rohrstück. Einfach so. Da. In die Karte. Die Dusche lässt sich nicht abstellen. Verschlossen. Verschlossen. War doch recht vermodert. Verschlossen. Und noch ein Rohrstück. Ganz schön viele Rohrstücke hier. Aber was macht denn bitte Adrian in der Welt? Ich meine, warum ist jetzt vermischt hier die Welt von Das Heim und Desert Nightmare? Okay, das wird immer mehr. Interessant. Das wird ja immer interessanter hier. Moment mal. Einmal ganz durch und dann... Ah, okay, ich... Dann, okay. Ja. Ah ja, da hat sich was geöffnet. Will nicht ihren Wasserrechnung sehen. Die sitzt fest. Sie kann Dusche. Das berührt sich kein Stück. Aber da hat sich wohl jetzt irgendwas geöffnet. Aber was? Ne, hier nicht. Ja, hier waren wir ja. Hier waren wir auch. Und auch hier waren wir. Ganzen Rohre hier einsetzen, würde ich sagen. Dann als nächstes noch ein Stück Rohr. Und dann noch ein Stück Rohr. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch machen soll jetzt. Eins fehlt ja noch. So, schauen wir am besten nochmal überall. Vielleicht sollten wir hier auch mal... Wir haben ja noch die Sauglocke. Okay, wahrscheinlich hat sich einfach das hier geöffnet. Dass ich das Rätsel mit den Duschdingern da gelöst habe. Aha. Anscheinend eine römische Ziffer. Oh nein! Ich muss mir das aufschreiben. M-C-M-L-X-V-I-I. Ich damit jetzt machen. Das war nur das Duschrätsel. Okay, das ist dann wahrscheinlich einfach die römische Zahl. MC, ML, oh nein, was war das nochmal? Da muss ich gerade mal schauen. Römische Zahlen. Die, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. Das ist, also L ist 50,
C ist 100 und M ist 1000. Okay. Ich glaube, wir sollten da aber von hinten anfangen. Oder, ach, keine Ahnung, vielleicht müssen wir das ja auch alles addieren. Also M ist 1000. C ist 100. 1000 plus 100. Plus, oh, dann ist das ja nochmal 1000. Eieiei. Ja. Moment. Also hinten sind wir bei 7x. Also 10, das müssen dann 60 sein. CM 1000. Achso, das ist dann wahrscheinlich 900. Also 1967 kann das sein. Moment. 1900. Also 1967 dann. Wahrscheinlich ist das eine Jahreszahl. Die auch noch richtig ist. Okay. Jetzt habe ich da noch was gemacht. Heißer Dampf. Das könnte klappen. Ich locke Jake in diesen Raum, verpasse ihm eine äußerst unangenehme Dampfdusche und überwältige ihn. Er wird es überleben und ich habe das Halsband verschlossen. Na gut, aber dann soll ich erstmal speichern. Unbedingt. Ich hab die Tür aufgemacht, Junge. Dich mache ich fertig. Ich muss ihn zum Raum locken, ohne dass er mich sieht. Zum Glück kann ich pfeifen. Okay, mit A kann ich pfeifen. Okay, da kommt sowieso nochmal der Autosave. Komm, put, 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 put. Verdammt nochmal. Er ist einfach verschwunden. Boom. Was für eine Drecksau. Cheater, jetzt bist du fällig. Verdammt, Sandra, was soll das? Kommen Sie. Kann er einfach verschwinden. Ich glaube, es geht los. Das sollte reichen. Danke. Dafür nicht. Aber seien Sie bitte vorsichtiger. Jake hätte sie getötet. Er hat schon damals keine Skrupel gehabt. Was würde ihr Mann sagen, wenn er... Er ist mein Lebensgefährte. Entschuldigen Sie, dann Ihr Lebensgefährte. Was würde er sagen, wenn er wüsste, wie leichtfertig Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen? Er würde mir das sehr übel nehmen. Aber ich muss es tun. Alleine der Gedanke, dass er auch in so einem Alter gefangen ist, macht mich wahnsinnig. Und wenn die Katze sie belügt... Mit dem Risiko muss ich wohl leben. Sie müssen dieses Risiko aber nicht alleine tragen. Überlassen Sie mir, Jake. Ich glaube nicht, dass er sich bei Ihnen zurückhalten wird. Ich auch nicht. Mir wird schon was einfallen. Es gibt bestimmt noch mehr Opfer. Sie brauchen Ihre Hilfe dringender als ich. Aber ich kann Sie doch nicht mit diesem Schläger alleine lassen. Ich schaffe das schon. Ich habe mich damals nicht unterkriegen lassen und ich werde es auch diesmal nicht. Nun gehen Sie schon. Also gut. Aber gehen Sie bitte kein unnötiges Risiko ein. Das sagt gerade der Richtige. Passen Sie auf sich auf. Sag bloß, dein Buch ist fertig. Das ist erst der erste Entwurf. Darf ich ihn lesen? Nein, auf keinen Fall. Und warum nicht? Du bist zu kritisch. Ich werde mich zurückhalten. Eine zweite Meinung kann nicht schaden. Ich bin aber selbst noch nicht zufrieden. Ich zeig ihn dir später, wenn ich ihn mindestens 10-mal überarbeitet habe. Ich frage in einem Jahr nochmal.
Bitte wachen Sie auf. Oh, sind wir jetzt hier schon beim Urban Nightmare? Was ist denn los? Weil die Sarah, die war ja aus dem Urban Nightmare. Ich bilde sie mir nicht nur ein, oder? Sagen Sie bitte, dass Sie ein realer Mensch sind. Ja, das bin ich. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, ich hätte das alles hinter mir und nun bin ich schon wieder an diesem schrecklichen Ort. Warum? Was habe ich getan? Reichen diese ständigen Albträume nicht? Muss ich? Bitte beruhigen Sie sich erstmal. Es ist nicht Ihre Schuld, dass Sie wieder entführt wurden. Ich erkläre Ihnen das Wichtigste. Wie sieht dieser Gegenstand denn aus? Das weiß ich leider nicht. Er ist immer anders und nur Sie können ihn erkennen. Wir müssen wohl über nach ihm suchen. Sie können sich hier verstecken, wenn Sie wollen. Nein, das will ich nicht. Ich komme mit Ihnen. Okay, dann machen wir es so. Ich bin übrigens Wolfgang Arendt. Sarah. Nein, bitte nicht. Nicht diese Monster. Ich habe genug davon. Sarah, warten Sie doch. Hey. Achso. Oh, das wird schwierig. Ich denke, du solltest sie auslassen. Nein, das denke ich nicht. Ich verstehe. Also, die Träume, die vermischen sich jetzt auch so ein bisschen. Weil, beziehungsweise, wir wandeln ja immer zwischen den ganzen Traumwelten da, ne? Was sie da so verarbeiten. Und jeder verarbeitet halt seine eigenen Probleme. Von den Leuten, die damals die gewissen Dinge eben überlebt haben. Sarah hat gesagt, dass sie schon mal entführt wurde. Ja, das wurde sie. Waren sie und die anderen reine Zufallsopfer? Die meisten nicht. Einige wie Sarah oder Adrian waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Andere wurden von ihren Peinigern heimgesucht, weil sie geschwächt waren, körperlich oder seelisch. Die hinterhältige Hexe machte sich zunutze, dass viele von ihnen noch heute unter ihren Erlebnissen leiden. Nur deswegen konnte sie sie ein weiteres Mal entführen. Was seid ihr eigentlich? Ihr? Du bist auch einer von denen. Wie ungemein scharfsinnig von dir. Meine Spezies ist schon sehr alt und lebt an einem Ort jenseits eurer Vorstellungskraft. Vielleicht hatten wir mal einen Namen, aber niemand kann sich mehr an ihn erinnern. Wie du sicher schon bemerkt hast, sind wir euch Menschen in jeder Hinsicht überlegen. Aber das hat auch einen Nachteil. Für jemanden, der so gut wie alles kennt und erlebt hat, ist das Leben ziemlich langweilig. Und deswegen quält und tötet ihr Menschen. Die meisten von uns jedenfalls. Ich mache mir nichts aus diesem Zeitvertreib. Ich beobachte euch Menschen lieber dabei, wie ihr um euer Leben kämpft. Ich erwarte nicht, dass ich dich dafür lobe. Seid ihr wirklich so gewissenlos, wie ich denke? Ein paar wenige von uns haben so etwas wie Mitgefühl mit euch Menschen. Die Ärmsten sind wohl defekt. Also, Grinsekatze ist auch eine Arschlochkatze im Prinzip. Jemand sucht seinen laufenden Hamster. Erst einmal speichern. Aber ich glaube nicht, dass solche Pflanzen auf der guten alten Erde wachsen. Das sieht genauso aus wie die Dinger aus Strange Nightmare. Wo er, ne, ihr wisst ja, in dieser komischen Roboter-Wüsten-Dimension waren da. Und das Haus sieht auch genauso aus, als wäre es. Das ist ja so, als ob sich Strange Nightmare mit Urban Nightmare irgendwie jetzt gerade vermischt. Also die beiden Welten, meine ich. Oh. Mist, hoffentlich hat es mich nicht gesehen. Was wenn doch? Nicht mehr zu sehen. In den Flaschen ist eine trübe Flüssigkeit. Ein kleines Radio. Ein paar alte Jeans. Im Kissen sind Ersatzteile. Eine Kurbel. So, und ich wette, jetzt wo wir das haben, wird was Neues getriggert und das Ding kommt jetzt wieder. Naja, vielleicht sollte man das auch nur denken. Jemand sucht einen entlaufenden Hamster. Karton gegen alte Zeitungen. Naja, diese ganzen Dinger von Urban Nightmare, die kenne ich ja noch.
meisten sind alte Decken. Verschlossen. Ein paar Weinflaschen. Hinter der Platte ist etwas. Oh ja, das sieht sehr natürlich aus hier. Hey, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wie geht's Ihnen so? Wie geht's Ihnen so? Berichte über das Leben der Stadtbewohner. Jemand hat anscheinend seine Mitmenschen überwacht. Lauter über die Menschen, die in der Stadt leben. Eine Angelschnur. So, jetzt sollte aber mal keiner kommen hier, würde ich sagen, ne? Diesen Bauschutt, ich halte lieber ab schon, sonst bin ich noch der Nachtisch. Aber ich wollte doch Kiste mal gucken, was eine Kiste ist, Mensch. Ja, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ziemlich kleines Motorrad. Kannst du noch die Klappe, die mit einem vorhin geschlossenen Kasten befestigt wurde? Auf dem Schloss steht die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten, naja, gut, erstmal noch nichts. So bin ich dann doch nicht, okay. Oh, das ist aber nett. Dass der uns hier schon die Tür aufmacht. Das riecht nach verbranntem Holz. Ich hab gelaufene Schuhe entsorgt. Durchnässtes Papier. Angeln verboten. Angeln. Achso, das ist nur die Schnur. Geschlossen. Ne, denkt dran immer, das Gegenteil von dem machen, was einem das Spiel sagt. Weiß man einfach. Setz mal. Warte mal. Achso, eine einsame Wasserflasche. In der Kommode sind Tischdecken und Untersetzer. Kommode, ja, okay. Die meisten sind Reiseführer. Okay, ja. Okay, zu den Kerzen sagt er gar nichts. Irgendwie. Achso, da ist noch eine Treppe noch, die nach unten geht. Betonte ein Buch mit dem Titel Der Hobbyhandwerker. Verschlossen. Die Sicherungen sind alle eingeschaltet. Verschlossen. Verschlossen. Der Eimer ist leer. Ja, wie? Alles verschlossen hier? Was soll das denn? Was soll ich denn hier? Ja, dann können wir hier, glaube ich, erstmal soweit nichts machen. Das Viech hat mich definitiv gesehen, aber es interessiert sich anscheinend nicht für mich. Das ist wahrscheinlich nicht sein Typ. Die Ampel hat einen Wackelkontakt. Weiter sitzen bombfest. Werbung für Yogakurse. Oha. Kann ich das mal runterschubsen? Das Fass? Oder was soll das? Na komm! Ne, anscheinend kann ich damit erstmal nichts machen. Ach so! Clever! Sagt mir gar nichts. Trink für Gäste. Polizeirevier von Dusty Creek. Sachen gibt's. Die Tür ist aber abgeschlossen. Ein Angelhaken. Ja, ich wollte das ja eigentlich kombinieren, so alles. Beziehungsweise geht das überhaupt? Ich
das wird schon mal nur einmal in der Woche gelehrt. So, jetzt einmal habe ich nur Spajon. Ja, und die Frage ist, was kann ich jetzt machen, ne? Da mit diesen. Beziehungsweise, kann ich überhaupt irgendwie irgendwas machen da allgemein? Ich kann mir vorstellen, dass ich da bei diesem Angelplatz was machen muss. Ah ja, siehst du. Im Fisch steckt ein Schlüssel. Ich denke nicht, dass ich die Angel noch brauche. Ah ja, dann hatte ich jetzt beides quasi direkt weggeworfen. Dreckige Schlüssel. Auf dem Schlüssel steht Untergrund. Ich nehme an, dann kann ich ihn irgendwo da gebrauchen. Aha! Den Schlüssel braucht er nicht mehr, okay. Sehen kann. Eines ist mir sicher, die Tür beim Nutzer erreiche ich nicht ungesehen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Danke für den Autosave, das ist echt gut. Was? Jetzt. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Soll ich denn wissen, dass... Beziehungsweise wo er mich dann sehen kann und wann vor allem. Ja, leck mich doch. Ja. Nee, wenn du einmal gesehen bist, hast du keine Chance mehr. Oh Gott. Ja, das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen Twilight Terror, ne? Da muss man sich ja erstmal merken, wo die Dinger sind. Oh Mann! Ist man überhaupt irgendwo sicher? Ich versuche das erstmal herauszufinden. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist man tatsächlich sicher. Ja. Weil an dem einen Punkt da. Das ist gut zu wissen. Eine Sammlung mit den Namen und Jahreszeiten. Auf diesem Bild ist ein Jugendlicher zu sehen. Ja, auf diesem Bild ist ein alter Mann zu sehen. Auf diesem Bild ist ein junger Mann zu sehen. Auf diesem Bild ist ein Mann mittleren Alters zu sehen. Schon wieder ein Jugendlicher. Und wieder mittleren Alters und Kind gar nicht. Nur alt, jugendlich und mittleren Alters. Ja, okay, dann ist das wohl hier wahrscheinlich ein Rätsel, womit wir dann da irgendwie das Lösungswort herausfinden können. Jetzt ist natürlich nur die Frage, da hieß es ja irgendwie für Jahres,
Also Jahreszeiten irgendwie, ne? Wir haben 6 Bilder und ich meine, es sind 6 Buchstaben. Ja, das ist auf jeden Fall jugendlich. Das könnte doch eigentlich für den Frühling stehen, ne? Und das hier, der alte Mann, für den Winter quasi. Ich mach mal F und W. Achso, junger Mann gibt's auch noch. Also erst jugendlich und dann jung, das heißt Frühling, dann Sommer. Das wäre dann S. Mittleren Alters, damit ist dann wahrscheinlich der Herbst gemeint, nehme ich an, ne? Jugendlich, das wäre dann wieder Frühling, F. Mittleren Alters und wieder Herbst, also H. F, W, S, H, F. H müsste das dann eigentlich sein, wenn ich das Rätsel richtig verstanden habe. Oder habe ich da jetzt was falsch eingegeben? Warte mal. F, W, S, H, F, H. Das ist eine kleine rechteckige Öffnung. Hä? Ach so, ich habe das Rätsel doch. Das war doch richtig. Nur jetzt. Okay. Jetzt kann ich da die Kurbel. Ach, Gabriele, moin. Hallo? Und Pippi ist auch wieder da, von Strange Nightmare. Ja, ich weiß, dass er echt ist. Ich führe keine Selbstgespräche, bevor Sie das denken. Sie reden mit dem Ding dort. Sie können sie sehen. Ja, das kann ich. Du bist auch einer von denen, oder? Sie kann nicht reden, jedenfalls nicht so wie wir. Ich höre das, was sie sagt, einfach in meinen Kopf. Ich soll ihn ausrichten, dass sie mit unserer Entführung nichts zu tun hat. Glauben Sie an ihr? Glauben Sie ihr? Ja, ich denke schon. Sie hat mir damals geholfen, als ich schon mal entführt wurde. Verstehe. Hat diese Puppe Ihnen schon erzählt, wie Sie von ihr entkommen können? Nein. Ich glaube dir ja, dass du es nicht weißt. Sie weiß es nicht. Das ist komisch. Die Katze, eine von denen, hat mir erzählt, dass ein bestimmter Gegenstand uns an diese Welt bindet. Ich habe die Gabe, diesen Gegenstand zu zerstören. Es hat schon einmal geklappt, glaube ich jedenfalls. Die Puppe sagt, dass die anderen nicht mit ihr reden. Deswegen weiß sie von nichts. Wie sieht dieser Gegenstand denn aus? Immer anders und nur Sie können ihn erkennen. Er soll blau leuchten. So einen Gegenstand habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, das wird das Beste sein. Wir werden nach diesem Gegenstand suchen und dann sehen wir ja, ob es wirklich reicht, ihn zu zerstören. Ich kann leider nicht genau sagen, wohin es mich treibt. Hier ist noch jemand anders, eine junge Frau, die ziemlich aufgelöst ist. Ich will lieber nach ihr suchen. Das macht nichts, wir werden sie schon finden. Machen Sie es gut. Viel Erfolg bei der Suche. Katze. Was kannst du mir über diese Puppe sagen? Nichts. Was soll das denn heißen? Wir gehen ihr aus dem Weg. Sie ist wie das ungeliebte Familienmitglied, das immer vergessen wird, wenn eine Feier ansteht. Keiner von uns versteht, was diesem Kuriosum durch den Kopf geht, falls ihr überhaupt etwas durch den Kopf geht. Auch wir unterscheiden uns, genau wie ihr Menschen euch unterscheidet. Ach wirklich, mir kommt es so vor, als ob ihr alle gleich schlimm seid. Das vielleicht schon, aber ich meine die Stellung in unserer Gesellschaft. Macht bedeutet uns alles und die Puppe steht ganz unten in der Hierarchie. Die weniger Schwachen können euch Menschen in euren Träumen heimsuchen. Andere sind in der Lage, eure Welt in einem begrenzten Maße zu beeinflussen, wie die Schlange aus Dusty Creek. Die besonders Mächtigen können euch in ihre Welt entführen. Aber selbst das ist nichts im Angesichts der Gabe, sich in eure Welt manifestieren zu können.
Die meisten von uns träumen davon und suchen schon seit Äonen nach einem Weg. Und diese Hexe hat einen gefunden. Das befürchten wir ja. Aber sei unbesorgt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie aufgespürt haben. Warum wollt ihr sie überhaupt aufhalten? Sie erfüllt euch doch euren Traum. Wir sind alle ziemlich egoistisch. Außerdem können einige von uns mit ihrem Spielzeug einfach nicht umgehen. Ihr durch versiehst, seid ihr alle tot und wir langweilen uns wieder. Die Klügeren von uns sind der Ansicht, dass die Hexe lieber aufgehalten werden sollte. Also dann, bis demnächst, Wolfgang. Ich mag diese Katze immer weniger. Katzen kann man generell nicht trauen. Ah ja. Ist das ein Pilz oder eine Pflanze? Eine Pilzpflanze. Oha. Das hier ist definitiv der Strange Nightmare. Der Strange Nightmare. Mein Gott, ich kann hier überall hin. Was soll denn das? Die Tür ist abgeschlossen, hat aber kein Schloss. An der Tür wurde eine kleine Klammer gemacht, die ausgeschaltet ist. Tja, was machen wir jetzt? Kleine Lampe, ob sie irgendwas mit dem Aufzug zu tun hat. So kurz sich nicht. Können wir hier sowieso erstmal nicht lang. Diese Gestalten sind mir nicht geheuer, aber sie tun dir auch nichts, wie es aussieht. Darüber sind lauter kleine Kugeln. Ein Steinpfahl, auf dem ein Gesicht sitzt. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung so. Nein, nichts ist in Ordnung. Dieses Schatten ist noch schlimmer als die von damals. Überall Spots und ich habe das Gefühl, dass sie damit suchen. Brauchen sie wirklich nur diesen Gegenstand? Ja, ich muss nichts weiter tun, als ihn zu zerstören. Ich habe ihn, glaube ich, gefunden. In der Kanalisation. Aber da ist ein Gitter und ein Monster. Weggelaufen und als ich dann nochmal naschen wollte, war der Deckel zur Kanalisation schon wieder zu. Ich finde schon einen Weg rein. Es kommt mir so vor, als ob die passenden Schlüsse nie weit entfernt sind. Wie sieht der Gegenstand denn aus? Es ist eine rote Schere. Warum ausgerechnet eine Schere? Es ist eine besondere Schere. Mit der hat Natalie damals meine Sachen zerschnitten oder meine Haare gekürzt. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Warum ich? Ich bin das Opfer. Natalie war die Mobberin. Warum ist sie nicht hier? Das Wesen, das sie entführt hat, ist kein Richter. Und das von damals war es sicher auch nicht. Diese Sackgesichter machen sich einen Spaß daraus, uns zu quälen. Nur darum geht es. Kann ich denn nichts weiter machen, als zu warten, bis sie die Schere zerstört haben? Doch, das können sie. Sie können sich dem Wesen widersetzen. Bitte beeilen Sie sich aber. Ich werde mich so lange irgendwo verstecken. Ja, das wird das Beste sein. Nun denn, da bleibt wohl alles an mir hängen. Mal wieder. Aber dafür sind wir ja da. Was für eine riesige Blume. Ein Steinpfahl auf dem Gesicht sitzen. Ja, kennen wir schon. Verschlossen. Ja, ja, gut. Wieder sowas. Befestigt. Pentagramm gezeichnet. Wahrscheinlich müssen wir das dann. Eins nach. Na, ich vermute mal so ein bisschen eher nach da. Ne? Dann so eins hier. Ja, wahrscheinlich da. Naja, vielleicht nicht ganz, aber. Erstmal so das Gröbste machen und dann kommt noch die Feinarbeit. Ah ne, das war sogar schon. Wunderbar. Eine Kugel aus Stein. Noch eine Kugel aus Stein. Okay, ja. Das ist sagte nix. Scheint normal gewesen zu. Ich verstehe. Ja, aber das ist doch die Form, oder nicht? Hä?
Platte ist ein seltsames Symbol. Ach so. Ja, okay, dann. Oh, hä? Aber wie mache ich das jetzt? Ja, ich darf ja nicht da runtergehen, das ist das Problem. Ja, so ist schon besser. Aha! Ein Selbstmordstab und eine Melinenspitze. Vielleicht kann ich ihn irgendwie einschalten. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, hey? Naja, immerhin sind wir schon mal ein bisschen weiter gekommen. Das sind dreieckige Pletten. Was ist denn das hier? So verschlossen, es hat 5 runde Ausbuchtungen. Aha! Aha! Na ja gut, 3 fehlen noch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine seltsame Maschine, vielleicht kann ich es irgendwie einschalten. Ja. Ich glaube, ich weiß ja auch schon, ob. Nee, nicht? Okay. So hart wie Stein, obwohl sie sich wie Gummi anfühlen. Die Kugel knistert, als ob sie unter Strom stehen würde. Ah. Das Gerät wurde anscheinend aufgeladen. Ich verstehe. Dann weiß ich nun, was zu tun ist. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Lampen da anmachen. Ich meine, dann müssen wir das mit allen machen. Ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Zweck hat. Einfach eine sinnlose Maschine. Ob das eine Art Heizung ist. Ja, sowas braucht man auch in der Wüste. Genau, dann jetzt hier. Es ist wirklich eine Lampe. Weiß der Geier, wozu dieses Geld gut ist. Die Maschine hat Flügel ausgefahren, aber mehr ist nicht passiert. Ja, was soll denn das, Mensch? Naja, speichern wir mal zwischendurch. Ah ja, genau, jetzt können wir ja hier was machen. Sollte jetzt funktionieren, ja. Fest verschlossen. Oh Mann. Ach so, da steht eine 1, okay. Aber was soll mir das sagen? Meine, also da steht jetzt irgendwie Himmelsrichtungen oder so. Aber hier, da ist es fest verschlossen. Da kommt doch wahrscheinlich einfach die Kugel raus oder so. Ja. Gute Frage. Eine Windrose, auf die 4 Kugeln in unterschiedlichen Größen gezeichnet wurden. Ach so, okay. Man muss dann wahrscheinlich mit den kleinsten anfangen und dann
Mit dem großen Hämmer auch. Das heißt, warte mal, zuerst müsste kommen Norden, dann Osten, dann Westen und dann Süden. Norden, Westen, Quatsch. Osten, dann Westen und dann Süden, so. Ja, sehr schön. Noch eine Kugel aus Stein. Die Rätsel sind bisher zum Glück nicht so schwer hier. Also, finde ich jedenfalls. Ah ja, genau. Und jetzt können wir die Tür auch noch aufmachen. Das ist wahrscheinlich die letzte Kugel, die wir dann brauchen. Und damit können wir dann das große Tor öffnen. Nein! Was ist das denn? Hä? Was soll ich denn hier machen? Die kann man sowieso... Okay, aber hä? Was ist denn hier der Zweck des Ganzen? Okay, ich habe eine Theorie. Okay, das geht so erstmal. Gut zu wissen. Und zwar... Hier. Dass das quasi immer weiter aufgebaut wird. Von Feld zu Feld, je nachdem, was da gerade so ist. Also kommt halt immer auf die Form an. Dann sowas hier. Mit drei Strichen und das mit vier. Dann hier ist irgendwie so ein Kreis, dann müsste das kommen, dann das und dann zum Schluss das. Und hier dann müsste das wahrscheinlich immer etwas weniger werden. Das heißt, erst kommt das und das noch mit dem. Ja, okay. Kugel aus Stein. Okay. Coole Rätsel, coole Rätsel. Wie immer abwechslungsreich und kreativ, aber das ist bei Kilby eigentlich immer der Fall. Bei seinen Rätseln. So, da müssen wir den ganzen Rest hier auch nochmal reintun. Das war ein schönes Rätsel.